Let's go. Flussmittel ist ja reichlich drauf. Das messe ich noch mal eben. Dafür mache ich aber das Mikro mal eben an. Moment. Wie gesagt, Diodenmodus. Checken wir jetzt mal. Man sollte das Gerät auch einschalten. Dann funktioniert das einfach. Das ist sehr schlecht gelötet hier, das sieht man. Das müssen wir runterholen. Hier haben wir immer noch einen Kurzschluss. Dann nehme ich jetzt den einmal runter. Pistole. Flussmittel. Weg damit. Ich denke jetzt auch mal eben hier hin so lange. Gucken, ob der Kurzschluss weg ist. Jetzt bleibt er wieder hängen. Ist das andere Ding. So, wo ist er? Da liegt er. Lass ich jetzt erstmal liegen. Das andere muss hier irgendwo abgabeln. Da hinten. Ja. Lassen wir jetzt erstmal liegen hier. So, dann Messgerät nochmal an. Checken wir jetzt nochmal hier. Diodenmodus wieder. Ist es an? Ja. So, gucken wir jetzt nochmal. Kein Kurzschluss mehr. Super. Also Kurzschluss ist weg. Dann war es der Cap. Gehen wir mal hier auf die Lötstelle. Kein Kurzschluss mehr. So, Kurzschluss ist weg, behoben. Jetzt nehmen wir den Cap, den neuen. Jetzt tun wir den Scheiß erstmal wegschmeißen hier. Einmal aufs Papier. So, das Ding tun wir auch weg hier. Brauchen wir auch nicht. Müll. So, ich habe mir die ERSA RD80 Lötstation schon hier hingestellt. Jetzt mache ich die an. Dann brauchen wir Lötlitze. Wo habe ich die da hinten? Jetzt müssen wir hier in diesem Fall das alte Lot entfernen. Wenn es original noch drauf wäre, bräuchte man es nicht machen. Mal so zur Info. Gibt viele, die machen das. Um mit ihren eigenen Loten besser klarzukommen. Ich mache es in der Regel nicht. Sieht man ja auch manchmal schon in den Videos. Es gibt aber Sachen, da muss man es machen. Da kommt man halt nicht drum rum. Jetzt suche ich gerade meine Schere wieder. Da ist sie. Jetzt brauche ich mal eben ein bisschen Lötlitze hier. Moment. Einmal drauf. Vielleicht reicht die eine ja schon, das Stück hier. Es gibt Lötlitze mit Flussmittelanteil drin. Die empfehle ich zu holen. Billige kauft man immer zweimal. Ich zahle für so eine Rolle 30 Euro. Da sind, was ist denn da drauf? 25 Meter. Und gut ist das. So, Löttemperatur an der ERSA RD80 habe ich jetzt auf 400. Aus dem einfachen Grund, weil ich hier jetzt nicht mit Unterwärme arbeite. Würde ich jetzt mit Unterwärme arbeiten, im Prinzip bräuchte ich nicht so hoch gehen, dann wird 350 Grad reichen. So, jetzt tun wir hier Flussmittel drauf. Das A und O. Einmal rüber. So, jetzt gehen wir her. Löten hier die Lötstellen einmal frei. Und gut ist das. Ich mache es jetzt mal ohne Absaugung. Aber ich empfehle euch, immer eine Absaugung dabei zu nehmen. Es ist eure Gesundheit. Ich tue jetzt einfach pusten und löte jetzt hier erstmal die Lötstellen frei. Versuche es zumindest, weil man ja nie weiß, was für Lote verwendet werden. So, das war der erste Part. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rüber.
die andere Seite. Aber da drauf. Gucken wir mal. Die geht natürlich auch auseinander. Schön weglöten alles. Mal eben gucken, wie es aussieht. Einmal weg. Die Litze ist verbraucht. Dann können wir die wegtun. Sieht jetzt so aus. Machen wir mal eben mit Reiniger etwas sauber. Habe auch nur noch zwei Stickers, Rohrstickers. Jetzt tun wir hier mal Flussmittel drauf. Flussmittel Isopropanol drauf. Jetzt gucken wir mal, wie die Lötstellen aussehen hier. Da ist noch Altlot. Ich weiß nicht, was derjenige verwendet hat. Gut. So, nochmal Reiniger ein bisschen. Da werde ich jetzt nochmal mit der Litze kurz hergehen, weil die vorderen gefallen mir noch nicht. Die hier, das behagt mir noch nicht. Das heißt, wieder Flussmittel drauf. Ein bisschen. Komm her. Da können wir auch nochmal kurz drüber huschen. Ja, warum geht so ein Bauteil kaputt? Vielleicht falsches Endgerät am USB angeschlossen oder ein Controller, der einen Kurzschluss hatte. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Manchmal ist das so, manchmal ist das so. Was will man machen, ne? So, jetzt brauche ich die schmale Lötlitze, die habe ich hier. Jetzt nehme ich meinen Lötkolben wieder. Jetzt gehen wir hier nochmal drüber. Einmal ein bisschen hier vorne hin. Dass wir die Reste gut wegbekommen hier. Gut, einmal. Und einmal hier hin. Das lässt sich beschissen entfernen, wenn ich das so sagen darf. Aber geht alles weg mit Geduld. Sollte eigentlich reichen. Oder es hängen noch Altteile drauf. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. So, jetzt tue ich die Litze einmal umklappen. Ich biege die dann vorne ein bisschen hoch. Sieht man das? So, jetzt tue ich hier nochmal Flussmittel drauf. Dann gehen wir dort nochmal her und versuchen den Rest von dem Scheiß zu entfernen. Besser ist das. So, einmal drauf. Man muss berücksichtigen, das Board muss sich vom Lötkolben her auch erwärmen. Es dauert manchmal länger. Aber das sieht schon besser aus. So, dann kürze ich die Lötlitze, die schneide ich einfach ab, schmeiße die verbrauchte in den Müll. Komm her, schnipp, einmal weglegen. So, jetzt gehen wir nochmal hier drüber. Das sieht schon besser aus, das können wir so lassen. Flussmittel ein bisschen binden. Gut. Ist ja auch viel vom Vorgänger. Das machen wir ein bisschen sauber. So, dann gehen wir jetzt mit dem Lötkolben nochmal her. Mit einem Lötkolben, der eine kleinere Spitze hat. Bei der ERSA könnte ich die Spitze hier tauschen. Ich habe hier mehrere, ich habe hier eine kleine Spitze, dann habe ich hier eine gebogene Spitze. Es gibt verschiedene Versionen, eine breite,
wenn man mal einen Port machen will. Und ja, ist so. Dann haben wir hier noch eine, die ist noch ein bisschen dünner, wenn man hier veredeln möchte zum Beispiel. So, und dann würde ich sagen, hole ich mir die andere Station eben mit einer kleinen Lötspitze. Dann tun wir die Sachen einmal neu veredeln, würde ich sagen. Durch die Station einmal weg. Jetzt hole ich mir die andere mal eben hier rüber. Bisse, da. So, komm her. Einmal hier hin. Einmal in die Steckdose. Wie gesagt, ist alles eine Sache des Kalibrierens. Und ja, im Prinzip des Lötens, die Umgebungstemperatur, das spielt halt alles eine große Rolle. Jetzt müssen wir eben gucken, welche Spitze drauf ist. Gut, ich nehme jetzt die Eifen A9 Pro. Die habe ich noch in der Testphase, da kann man die Lötspitzen hier tauschen, bis meine andere wieder da ist. So, Flussmittel, einmal drauf. Und dann müssen wir hier Lot aufbringen. Das müssen wir warten. Dann gehen wir her. Lötzinn. Noch her. Einmal. Zweimal. Dauert natürlich immer, bis das aufgewärmt ist. Einfach Geduld mit haben. Die Eifen ist eigentlich für so Arbeiten hier optimal, will da keine Empfehlungen aussprechen, mache ich eigentlich nicht, weil das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er braucht und nicht braucht, womit er arbeiten möchte oder nicht. Und ja, ist halt so. Lass mich mal eben gucken, wie es mir gefällt. Gut, reicht. Dann können wir die Lötstation wieder ausstellen. Komm her. Da habe ich auch nur 400 Grad eingestellt. Reicht. Mein Lotschmelzpunkt liegt bei 300. Ich habe auch nichts an Niedrigtemperaturlot, was da auch teilweise benutzt wird. Weiß ich nicht, 100 Grad. Habe ich nicht. So, jetzt brauche ich das eine Bauteil einmal. Wo bist du? Komm her. Dieses hier. Den Cap. Jetzt muss ich den mal eben versuchen hier loszuwerden. Durch das Flussmittel klebt das natürlich. Die Pinzette ist zu groß. Wo ist meine kleine? Hier geblieben. Jetzt tun wir die einmal hier hin. Muss ich gucken, wo der hinkommt. Das sehen wir gleich, wenn ich mit Wärme dran gehe. Und dann schiebe ich den einfach rüber. Der muss jetzt hier hoch, so ungefähr. Und dann verlötet werden. Mit Heißluft. Komm her. Und dann machen wir das andere Bauteil drauf. So, einmal weg. Jetzt brauche ich die Pistole. Airflow gehe ich jetzt runter. Auf 50% erstmal. Jetzt tun wir mal hier gucken. Ich habe jetzt natürlich viel Flussmittel. Und dann passiert das schon mal, dass die gerne wegrutschen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die dort hinkriegen. Die ziehen sich dann, habt das gesehen, ziehen sich dann von selbst auf die Lötstelle. Das war's eigentlich. So, dann brauchen wir jetzt den anderen. Den tun wir jetzt auch einmal drauf. Wo bist du? Boah, Katastrophe. Einmal hier hin. Legen wir jetzt hier drauf. Ich tue erstmal die Pistole weg, weil das ziemlich warm ist hier. Hinlegen, in die Position schieben, wie wir ihn brauchen. Pi mal Auge. Sollte man hier eine breitere Pinzette nehmen eigentlich,
So. Gut. Brauche ich einmal ein bisschen Reiniger für meine Pinzette. Putzmittel klebt bekanntlich. Dann gehen wir jetzt mit Pistole wieder drauf und tun das Bauteil fixieren. Jetzt gehe ich Airflow höher. 90%. Ich tue das hier einmal erwärmen. Jetzt ist er mir natürlich weggeflogen, der Lump. Kein Problem. Bohr drüber. Bauteil nehmen. Bohr zurück. Auf die richtige Position achten. Unten links ist Minus. Da ist auch ein Punkt auf dem Chip. Okay. Drauf bitte. Ich nehme jetzt auch eine größere Pinzette, da habe ich mehr Halt. Diese hier. Und gut ist das. So, Pistole. Jetzt nehmen wir uns den Chip, den MOSFET. Tun das hier erwärmen und dann kommt der so hier drauf. Jetzt wird das Lot weich, sieht man ja. Und dann gehen wir noch mal drüber. Er floh ein bisschen höher. Von mir aus 100. Jetzt tun wir hier noch mal hergehen. Habt das gesehen, wie er sich reinzieht? Tun wir den schön sich setzen lassen. Das war es eigentlich schon. Und ja, gut ist das. Mikroskop ist schon wieder ausgegangen. Ich hoffe, es ist alles drauf, dass man es sieht. Und jetzt lassen wir das einfach klein bisschen abkühlen, bevor wir mit Reiniger drüber gehen. Was kann passieren, wenn man jetzt direkt mit Reiniger drauf geht? Das Ding hat eine Temperatur, dass der platzt hier. Jetzt gehe ich hier einmal trocken drüber. Das merke ich am Handballen. Das tun wir weg. Das brauche ich nicht mehr. Haben wir ja ein bisschen geschützt weitgehend, aber so, das tun wir hier ein bisschen säubern. Vielleicht machen wir das richtig. Oh, der ist noch nicht fest, da muss ich noch mal bei. Das kann passieren. Dann gehen wir gleich noch mal mit Pistole her. Muss nur aufpassen beim Wischen, dass er mir nicht wegfliegt. So, trocken bin ich drüber. So, dann können wir jetzt hergehen mit der Eifen, ihn einzeln so festlöten, wenn wir wollen, oder mit Pistole. Bleibt jedem selbst überlassen, wie er es machen möchte. Ich tue jetzt hier ein bisschen Flussmittel drauf, ganz, ganz bisschen. Viel brauchen wir nicht. Ich habe das ja hier in Tuben. Ein bisschen drauf. Gut. Dann einmal Pistole wieder. Sollte reichen. Fest ist er. Wer jetzt will, kann natürlich hergehen mit der Pinzette und hier nochmal drauf drücken und dann nochmal mit der Pistole gehen. Aber in der Regel sollte das so fest sein. Ich gehe jetzt nochmal mit der Knarre daher, mit der Pistole, dass er sich ordentlich drückt, setzt. Und gut ist das. Mehr ist das eigentlich nicht. Reinziehen tun sich die Bauteile von selbst. Wer möchte, kann jetzt hier nach nochmal nachlöten. So, das reicht. Pistole aus.
Dann nehmt ihr euch eure Lötstation. Das war jetzt die falsche Tube. Das mache ich mal eben den Scheiß weg. Gut, dass es hinten drüber gespritzt ist. Mal eben säubern. Und das war jetzt so gesehen die ganze Aktion hier. Bauteil ist normal fest. Und sollte so funktionieren. Jetzt werde ich das eben ein bisschen abkühlen. Bis gleich. So, da müssen wir dran. Den holen wir herunter. Dieser wäre das, den wir runterholen müssen. So, ich gehe jetzt mit dem Mikro schon mal dahin. Dann hole ich mir mein Equipment, meine Station, was ich alles so brauche. Und dann löten wir den einmal raus. Ende aus, die Maus. Komm her. Ich muss mal gucken, ob man es... Gut. So, Absaugung ist diesmal dran. Die habe ich hier hängen. Hier. Ganz wichtig. Und jetzt holen wir den einmal herunter. Muss ich das ein bisschen verschieben hier. So, ein Stück vorne. So kann er hängen bleiben. Gut, dann nehmen wir die Pistole und tun das einmal erwärmen. Ich werde hier mit 400 Grad dran gehen in diesem Bereich. Da kommt Flussmittel drauf. Ich arbeite mit der Pistole ohne Aufsatz, also offen vorne. So, nichts drauf. Damit arbeite ich jetzt mit Aufsatz. Ist zu wenig Fläche. So, einmal einschalten. Airflow gehe ich auf 120%. Temperatur 400. Dann brauchen wir Flussmittel. Und dann tun wir das so lange erwärmen, bis er rausfällt. Entweder von selbst oder mit Hilfe. Nur nicht mit Gewalt rausziehen. Sonst kann es euch passieren, dass ihr euch, na, sag mal schnell, Lötband zerstört oder kaputt macht. Jetzt muss ich hier mal irgendwas wegschmeißen. So, dann will ich sagen, Pistole ist am Start. Eine Zange habe ich hier liegen, hier, Flachzange. Klack, 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 womit ich den Port eventuell halten kann. Und gut ist das. So, Pistole. Jetzt mache ich den Airflow erstmal auf, Moment, 60%. Jetzt erwärmen wir das ein bisschen. Jetzt muss ich die Kamera, Moment, ein bisschen schräg stellen, weil in dem Bereich ich hier mit der Pistole arbeite. Jetzt tue ich das mal eben verstellen. Rüber. Einmal dorthin, damit ich freies Sichtfeld zum Arbeiten habe. Jetzt müssen wir das wieder nachjustieren etwas. Schärfen also. So, ich kann jetzt hier in dem Bereich mit der Pistole ohne Probleme arbeiten. Ein Stück zurück noch. So, Absaugung geht. Sieht man ja hier, dass der Wind das schon reinziehen will. Kann sein, dass ich mit der Temperatur jetzt höher muss. So circa 10 Grad, weil ich die Absaugung an habe. Werden wir sehen. So, let's rock, würde ich sagen. Erstmal erwärmen. Papier habe ich drunter, ja. Jetzt tue ich das erstmal nur erwärmen ein bisschen. Wenn das Lot hier weich wird, dann würde man das sehen hier, dass das Löt, die Lötstellchen hier also weich werden. So, jetzt gehe ich mit der Airflow höher, 100%.
und drauf und let's rock. Ich versuche das jetzt mit der Pinzette runter zu bekommen oder Zange, wie man möchte. Ist die Breite da. So, dann erwärmen, Pinzette und gucken, was passiert. In der Regel fallen die von alleine raus. Gucken wir mal nach dem Lot hier. Muss natürlich ein bisschen dauern, bis das durchgewärmt ist. Geduld. So, jetzt gehe ich Airflow 100%, 120 und dann warten wir. Noch mal ein bisschen Flussmittel drauf. Ist auch blöd, ein bisschen zu zeigen immer. So, der Port wackelt, sieht man das hier? Ja, also haben wir schon fast die Temperatur erreicht. Müssen wir nur warten, bis er rausfällt. Nehme ich die breitere Pinzette mal. Gehen wir hier seitlich. Gucken wir mal, ob schon was passiert. Das müssen wir natürlich zweimal machen. Eine Seite ist schon weg, wie man sieht. Jetzt müssen wir nur noch die andere gucken. Da ist er. Da ist der Port. Komplett raus. So, Pistole einmal weg. Jetzt müssen wir hierher gehen, einmal die Löcher freilöten. Die alle hier. Und ja, dann können wir den anderen runterholen. Einmal gebraucht. Von einem Spenderboard. Den machen wir dann drauf. Jetzt lasse ich das mal eben abkühlen und suche mir in der Zeit mal eben vom Board das andere Bauteil. Bis gleich. Gut, dann brauchen wir Flussmittel wieder. Einmal drauf. Versuchen wir das jetzt freizulöten. Entweder geht es so oder mit Pistole dabei. So, Flussmittel haben wir drauf. Ich stelle die Pistole mal. So, Lötkolben habe ich. Sauber ist er. Jetzt habe ich mir hier Lötlitze abgeschnitten. Einmal da. Jetzt tun wir da mal versuchen, das Loch freizulöten. Kann sein, dass man dafür eventuell, seht ihr ja jetzt, wie der Lötrauch nach hinten abgezogen wird, immer mit Lötrauch arbeiten, Absaugung arbeiten. Also das wird jetzt eine schwierige Nummer hier, wie hier auch wahrscheinlich. Dann nehmen wir uns die Pistole bei und löten bei. So, Pistole, komm her. Das ist schon mal frei. Gehen wir mal zu dem. Mal eben ein bisschen verschieben. Ist eigentlich auch ganz easy. Gut. Nehme ich mir eine neue Litze, weil die zu ist. Einmal Müll. Das tun wir hier einmal reinigen.
Rohrstick. Nehmen wir mal eben das Schlussmittel, ein bisschen aufsaugen hier. Jetzt kriege ich auch noch Besuch. Jetzt müssen wir ein kleines Päuschen machen. Uno momento, ich mache das mal eben noch weg. Und dann muss ich mal eben anhalten. Will mir einer was bringen. So, säubern. Ja. So, dann bis gleich. So, weiter geht's. Ich hatte noch Besuch bekommen und musste mich erstmal darum kümmern. So, jetzt tun wir nochmal Flussmittel drauf. Wir müssen ja freilegen, löten. Bei dem anderen werde ich vorlöten. Also auch erst freilöten und dann mit Pistole den neuen USB runterholen, runterlöten, so gesagt. So, jetzt gucken wir, dass wir das hier freigelötet bekommen. Ich muss nur warten, bis die Station einmal aufgeheizt ist hier, mein Lötkolben, das ist der Fall. Jetzt brauchen wir Lötlitze. Lötkolben, da ist er. So, jetzt gehen wir hier nochmal her und versuchen die Löcher frei zu bekommen. Wo bin ich? Da. Komm her. Jetzt hole ich mir mal eben die Pistole. Hier geblieben. Einmal nachschwenken. Eigentlich ganz easy. Durch die Litze einmal ein bisschen verschieben, einmal ein Stück hochknicken. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Flussmittel. Ist das A und O, Flussmittel. So, jetzt muss ich hier nochmal, wo war er? Dort einmal vorbeihuschen, bei dem hier. Da nochmal vorbei. Da wo ich mir ein Board rausholen, wo ich den USB runternehmen kann. Aber ist ja alles kein Problem. Litze kürzen. Noch mal ein bisschen drauf. Flussmittel. Gut. Lötkolben. Jetzt gehen wir noch mal hier drüber. Lötkolben mal eben säubern. Moment. So. Gehen wir hier nochmal her. Gut. Drehen wir einmal um. Einmal
hin. Ich sehe nichts. Da ist das Zuhörloch noch. Jetzt gehen wir einmal hier drauf. Das ist der nasse Punkt. Einmal hochbiegen. Flussmitte, wo ist es? Und dann sind wir auf der Seite schon mal durch hier. Gut. So, Pistole, Blitze, da ist sie, komm her. Einmal drauflegen, habt ihr noch ein Stück rumliegen gehabt. So, Pistole. Und nochmal hergehen. Alle frei, alles gut, weg. Pistole weg, so, Blitze weg, die alten Dinger weg, einmal reinigen. Wo ist denn der Reiniger? Ein bisschen auf den Stick. Jetzt machen wir hier die Sauerei mal eben ein bisschen weg. Das habe ich nicht auf. Einmal drunter her, von der anderen Seite also. Gut, jetzt drehen wir das wieder um. Unterlage einmal weg. Schnipp, schnapp machen hier, das kann jetzt weg. Zack. So, einmal drehen. Absaugung einmal weg. Komm her. Dann muss ich mir ein anderes Board holen. Das tun wir hier auch mal eben säubern. Ja. Stick weg, neuer Reiniger drauf, säubern und gut ist das. So, dann das Board auf Seite. Dann holen wir uns jetzt ein Board, holen da den USB einmal runter und löten diesen dann hier ein. Und hier noch ein bisschen Sauerei. Ja, das geht ja alles weg. So, okay. So. Hier noch einmal her, Hände aus, die Maus. So, dann einmal Board organisieren. Bis so, dann tun wir auch hier, das ist jetzt das, wo ich den rausnehme, der Spender. Einmal hier Flussmittel, einmal da. Dann versuche ich die einmal vorab ein bisschen freizulöten. Dann ist das ein bisschen schonender beim Runterholen. So, Lötkolben habe ich einmal hier. Jetzt brauche ich Pistoletti einmal. Airflow ein bisschen runter. Jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen freilöten. Wie wir das Lot abkriegen. Einmal nachgreifen.
Aber hier ist so viel drauf, das ist ratzfatz zu. So, einmal weg, hinten drauf. Stück neue Litze. Wo ist sie? Einmal hier hin. So. Schluck Flussmittel wieder. Einmal drauf. Lötkolben wieder. Versuche ich mal von der anderen Seite ein bisschen frei zu löten. Komm her. Schön aufgesaugt wird alles. So, dann zeige ich euch jetzt was. Jetzt ist sie weggeflogen. Da ist sie. Und mal hier rüber. Ich möchte da nämlich noch mal drauf. Okay. Einmal Lötkolben weg, Pistole auch einmal weg. So, Litze kann auch mal eben weg. Einmal da drauf. Jetzt sehen wir hier diese Pinne. Seht ihr die? Ich gehe da jetzt einmal her. Tue die linke und rechte Seite jeweils. Gehe mal hier rüber. Also hier einmal. Nur ein bisschen zusammendrücken. Klein Stückchen. So, die andere auch. Dann lassen die sich besser rausziehen gleich, weil die sind immer ein bisschen auseinandergedrückt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Beim Rausnehmen nicht ganz so schlimm. Da kriegt man die so raus. So, dann gehen wir jetzt her mit der Litze noch einmal Vorkopf an den Pin her. Einmal da und einmal da. Ein bisschen freilöten. Ein bisschen hin und her switchen hier. Fangen wir Vorderseite an. Jetzt hier Litze in der Hand. Jetzt gehen wir hier vor Kopf einmal ein bisschen her bei den Pinaufnahmen, dass das Lot hier auch ein bisschen aufgesaugt wird. Wo ist meine Absaugung? Da. So, einmal bei dem. Nur das Lot ein bisschen wegnehmen. Gut. Und danach noch mal mit der Pistole her. Dann nehmen wir den raus. Ja, es ist jetzt nicht im Gestell drin, das liegt jetzt lose bei mir auf hier. Jetzt drehe ich das Board einmal um 180 Grad herum. Komm her. Von der Seite auch dran kommen. Wo ist denn hin? Da. So. Flussmittel haben wir noch. Jetzt gehen wir hier mit Litze auch nochmal von den vorderen her. Einmal, da können wir auch hin, zweimal, dreimal, und den Rest mache ich mit der Pistole. Dann ziehen wir den nach unten raus und gut ist das. Gut, so. Litze weg, einmal hier hin. So, jetzt gehe ich hier. Muss mal gucken, dass ich hoch genug komme. Einfach mit Pistole her und hole den
einmal raus, den Port, hier sehen wir es, wo bin ich, dort. Also Pistole, jetzt muss ich die Oberseite wieder einmal abnehmen, klebe hier sicherheitshalber einmal ab, hier drumherum von der Unterseite das Plastik mit Silber, dass ich da vernünftig abkleben kann, bis gleich. So, jetzt hier dasselbe Spielchen wie vorhin, ohne Aufbau vorne dran, Flussmittel ein bisschen drauf. Und dann erwärmen und einmal rausholen. So, Pinzette. Jetzt habe ich natürlich die Kamerastellung nicht tief schräg. Ich habe sie wieder gerade gemacht fürs Löten. Aber ich hole ja jetzt nur den Port raus, mehr nicht. So langsam löst sich, sieht man ja. Zack, raus ist er, das war's schon. So, lassen wir das abkühlen, dann nehme ich das Board, räume es weg und wir löten dann gemeinsam heiß den neuen Port gleich auf das andere Board auf. Ich habe den jetzt hier unten liegen, da ist er, hier, abgeklebt vorne, gut, einmal rüber auf Seite, bis gleich. Gut, dann gucken wir jetzt, ob der Port einmal reinpasst hier. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Jetzt muss ich mal eben schräg ein bisschen schärfen hier, dass ich das so sehe. Aber kann schon mal sein, dass sich ein Pinchen auch vom Freilöten ein bisschen verbiegt. Jetzt gucke ich mal, ob der reingeht. Das sieht gut aus. Zack, ist drin. Supi, also alles richtig gemacht. Jetzt drehen wir den ganzen Klamauk einmal um hier. Ups, Moment. Jetzt ist er mir wieder rausgerutscht, der Lümmel. Moment. Ich hänge. So, jetzt muss ich den von unten einmal reinfudeln. Wo bin ich denn hier? So. Ich sehe gar nichts hier. Da ist er. Ich mache das nochmal von der anderen Seite. Das ist einfacher, da sieht man es besser. So, einmal hinein. Zack. So, drin ist er. Dann muss ich mir mal eben ein bisschen links holen hier. Lot, da ist es. So, jetzt drehe ich den einmal rum. Komm her. In der Hoffnung, dass ich ihn nicht wieder verliere. So. Wo muss ich hin? Ich sehe nichts da. Müssen wir gucken, dass der auch ordentlich aufliegt.
wäre jetzt der Fall. Jetzt tue ich hier Flussmittel drauf, mir ein bisschen Lot nehmen und dann einmal den Port festlöten. Lötkolben ist warm. So, Flussmittel, da haben wir es. Jetzt fange ich einmal bei dem Pinchen an hier. Nehmen wir den zuerst. Und den oder den, ist eigentlich egal. So, Port gut festhalten jetzt. Lötkolben. Lot auf die Lötkolbenspitze. Wie warm ist er? Ja. Gut. Habe ich jetzt was dran? Ich sehe es nicht. So, jetzt gehen wir mal einmal hier hin. Einmal dahin. Nur um leicht zu fixieren. Ist jetzt mit einer Hand ein bisschen doof. Nehme ich mal die Finger weg. So. Lötzinn, komm her. Jetzt gehen wir mal einmal hier vorbei. Einmal. Gut. So, Lötkolben einmal weg. Gut. So, jetzt müssen wir die Breiten hier einmal auseinander machen. Dann nehme ich mir hier jetzt einen Schraubendreher für, schön hochdrücken und dann tue ich die einfach mal eben so nach links und rechts weghebeln. Versuche das mal einmal, zweimal auf der Seite dasselbe. Moment. Einmal, zweimal. Dass die Nasen links, rechts aufliegen, die drücke ich jetzt ein bisschen zurück hier, dass die gerade steht. So. Dann wären wir hier auf der sicheren Seite. So, Lot, Flussmittel. Dann löten wir jetzt die Seiten fest. So, Lötzinn, Moment, gib mir Lot, du Lümmel. Wo habe ich denn das jetzt hingelegt? Das gibt's doch gar nicht. Hä? Da. Direkt vor mir. Lötkolben. Moment. Ich habe hier jetzt so ein Reststück nur. Flussmittel ist drauf. Das nehme ich mir mal eben eine Pinzette, sonst wird das gleich zu warm vom Anpacken. Jetzt löten wir die Seiten einmal fest. Einmal da und da. 400 Grad habe ich jetzt. Man kann gegebenenfalls auch höher gehen. Ich gucke jetzt erstmal, wie ich so klarkomme. Drücke ich den Port händisch nochmal wieder hoch. Moment. So. Und abkühlen lassen. Heiß, zack. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso. Komm her, Lot. Einmal in die Pinzette. Und einmal auf die Seite hier. Einmal drauf. Schon fast am Ende. So, ein bisschen reinlaufen lassen. Gut, das war der erste Part. So, das Lot kann ich nicht mehr verwenden. Das tun wir jetzt mal in den Mülleimer. Dann drehe ich mir die ganze Angelegenheit jetzt einmal in die Richtung. Ups, ich sehe nichts. Wo ist denn das Ding jetzt? Da. Jetzt machen wir die Pinne auch einmal fest. Dafür hole ich mir jetzt die andere Lötspitze.
und ja, löten das einmal auf. Das heißt, die andere Station einmal an die Sonne, einmal hier drauf, einmal einstecken. Komm her. Zack, drin. Schluck Kaffee. Flussmittel bitte. So. Gut. Hab mir ein paar Macken gezogen, aber das sind Sachen, die sind nicht schlimm. So, Lötspitze einmal. Dann brauche ich einmal Lot. Wo ist es? Komm her. Der Anfang dort. Komm her. Ist natürlich alles ein bisschen beengelt hier. So. Dann gehen wir mal hier bei. Muss ich gucken, dass das ein bisschen weich wird. Man kann es auch mit dem großen auflöten, wenn man möchte, aber geht mit dem kleinen auch, kein Problem. Einmal. Gut, nächste Ecke hier. Schön reinlaufen lassen. Gut. Da waren wir ja schon. Einschwemmen. Gefällt mir nicht. Gut. Da haben wir ja schon Lot drauf. Gut. Und da auch noch mal dasselbe in grün. Gut. Das war's.